Hallo und herzlich willkommen zu einer Infofolge zu Empires & Rights, heute vom 30.05. Ich lasse die Kamera verschwinden, bevor ich wieder vergesse, sie verschwinden zu lassen. Und zwar, es ist einiges passiert seit dem Staffelende, beziehungsweise seit der Pausierung der Staffel, nachdem wir den Gegner besiegt haben. Und ich muss dazu mal kurz auf meinen zweiten Bildschirm wechseln und dementsprechend verschwindet mal kurz bei euch der Sound. So, da ist der Sound auch wieder, denn ich habe zurückgewechselt. Am 22. Mai ist ein Update gekommen. Das war schon, nachdem ich die letzte Folge hochgeladen hatte, möchte ich meinen. Dass die gesamten Grafiken in diesen Interfaces wohl geändert wurden. Außerdem... Moment, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Entschuldigung, bitte. Außerdem haben wir das Statistikmenü grundlegend überarbeitet, um euch viele neue Infos über den Zustand eurer Siedlung, der Gesetzgebung und so weiter zugänglich machen zu können. So, ich würde sagen... Wir laden jetzt mal das Spiel und da kann ich euch auch gleich mal zeigen. Schaut mal einer, guck. Es ist sortiert. Wunderbar. Hier haben wir nämlich vom 8.5. den Spielstand. Der erste davon. Deswegen ist hier immer noch mal der 1. Hier vom 17.5. der erste davon. Das ist doch wunderschön. Das freut mich doch sehr. Und während das hier am Laden ist, scrolle ich hier auf dem anderen Bildschirm noch mal kurz nach oben. Moment, Moment, Moment. Denn am 26. Mai kam auch wieder ein Update. Das war dann Hotfix Notes for Version 1.0. Achso, stimmt, ist ja hier immer noch 1.0 die ganze Zeit über. Ihr seht auch hier schon, dass die Schrift jetzt auch wunderbar hier reinpasst. Der Ladebalken und so weiter und so fort. Es sieht jetzt auch schon angenehmer aus. Das ist auch unter anderem etwas, was geändert wurde, möchte ich doch stark behaupten. Wir starten jetzt aber erstmal in Ruhe rein hier, bevor ich jetzt hier weiterlese. Beziehungsweise euch zeige. Ach, die Musik da ist er wieder. Ach, ich freue mich. Ihr seht unten rechts meine Minikarte. Also A, die Minimap ist jetzt unten rechts. Und B, da ist ein Kompass. Er zeigt uns jetzt immer an, wo Norden ist, sodass uns die Orientierung jetzt deutlich leichter fallen sollte. Das ist nämlich mit dem 26. Mai hinzugekommen. Außerdem sehe ich gerade, hier ist ja auch grafisch schon wieder ordentlich was passiert. Und der Nebel kommt. Oh mein Gott, the fog is there. ach ja, hier stehen wir ja kurz vorm Angriff, ne? Genau, das war noch der Spielstand kurz bevor wir angegriffen haben. Beziehungsweise hier haben wir noch auf unsere Trebuchets gewartet. Die ja dann, wenn ich mich richtig orientiere, irgendwo von hier kommen müssten. Ja, da sind sie. 1, 2 und da ist 3. Das hat mir auch netterweise jemand geschrieben, dass, wo ich dachte, es ist 1 verschwunden, dass es gar nicht so war, sondern dass die hier ineinander gesteckt haben. Das sieht man jetzt gerade wunderbar. Und da ist das dritte. Okay, gut. Also ihr seht, auch grafisch passiert hier immer, immer, immer mehr. So, zurück zu dem Update vom 26.2. Mai 2020. Gebäude können nun gelöscht werden, wenn sie vom Blitz getroffen wurden. Das ging vorher komischerweise nicht. Okay. Es wurde was gefixt, aber ein Ladebug, der vorhanden war. Den kannte ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Gespeicherte Spielstände werden nun auch im Speichermenü angezeigt und können überschrieben werden. Das ist auch sehr praktisch, ja. Dadurch haben wir halt nicht mehr so extrem viele Speicherstände dann. Bei den Baustellen-Dummies ist die Autorotation gefixt worden. Da gab es wohl irgendwelche Probleme. Maximale Speicherkapazität ist erhöht worden, damit man halt mehr Speicherstände anlegen kann. Ach nee, Quatsch. Entschuldigung. Nicht Speicherstände. Speicherkapazität im Lager ist damit natürlich gemeint. Die Meinung des vierten Ratsmitglieds wird nun richtig angezeigt. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass ich dann da gesessen habe und mich gefragt habe, hä? Warum hat denn der sich jetzt anders entschieden? Jetzt wissen wir warum. Das war ein Bug. gut, ansonsten, wie gesagt, der Kompass ist hinzugefügt worden. Icons für Minen und Gruben im Baumenü sind hinzugefügt worden. Wir gehen mal ins Baumenü. Hier haben wir Mine. Also das ist jetzt hier gerade noch die Gegnerstadt. Hier ist eigentlich noch die Lehmgrube. Das wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Wir gehen aber mal auf unsere Karte. Vielleicht wird es dir da angezeigt. Achso, nee, Moment. Es kann sein, ich habe noch einen alten Spielstand, dass es jetzt bei mir nicht richtig angezeigt wird oder aber, dass es nur angezeigt wird, wenn sie noch nicht benutzt werden. Also, wenn wir jetzt hier nach oben gehen. Ah, nee, hier haben wir ja auch schon alles verbaut. Wir waren ja fleißig, Mensch. Wir haben ja schon alles in Benutzung. Ja gut, dann ist es wohl wirklich so, dann, wenn sie noch nicht in Benutzung sind, dass sie dann angezeigt werden, so wie hier beim Gegner das Kupfer. Obwohl, es ist in Benutzung, oder?
Was ist das hier? Nee, das ist keine Mine. Definitiv nicht. Okay. Gut, wissen wir Bescheid, ne? Was ist noch hinzugekommen? Mini-Tool-Tipps für alle Squall-Bars hinzugefügt. Aha. Moment. Also ihr seht auch im Allgemeinen, hier das ganze Menü hat sich auch so ein bisschen verändert. Hier haben wir Spieler. Achso, das sind wir. Oh, schaut mal, was ist denn hier passiert? Sag mal, ist das Micha? Der sieht ja aus wie Micha. Und wir haben jetzt dunkle Haare. Ist schön. Lieber Chris, bitte schreib mir doch mal irgendwie, irgendwo, ob das der Micha sein soll. Das, ey, das sieht ihm volle Kante ähnlich. Also einer der Grafiker ist das, liebe Zuschauer. Der Micha, den ich meine. Guck mal, das sieht jetzt auch alles anders aus. Wir haben jetzt auch ein viel schöneres Menü hier, viel schöneres Interface. So diese leichte Transparenz auch, sodass man im Hintergrund noch sieht, was passiert. Wunderbar. Das funktioniert jetzt auch einwandfrei, denn das hier ist eine sehr wertvolle Änderung, die ich mir schon mehrmals gewünscht habe. Dass halt nicht nur diese Grundressourcen dastehen mit Produktion und Verbrauch, sondern halt auch alle anderen Ressourcen. Wir sehen jetzt, dass wir 1,1 Tonnen Kupfererz produzieren, eine Tonne Eisenerz, 12 Tonnen Stein, Ziegel, Holz, dann Fleisch, Nahrung, dann Getreide, Mehl, Wolle. Aber hier, ach so, hier ist jetzt auch die Gesamtnahrung drin. Es ist nicht nur Fleisch, sondern hier ist auch Brot mit drin. Okay, das müsste man vielleicht nochmal um eine Spalte erweitern, dass man sagt, okay, Fleisch so und so viel Nahrung, Brot so und so viel Nahrung. Oder man spaltet das hier so ein bisschen auf. Das wäre noch ein Änderungswunsch oder ein Verbesserungsvorschlag, je nachdem. Dann sehen wir hier jetzt auch, wir haben Tischlerwaren, 2,75 Töpfer, 2,75 Kleidung, 2,75 Kupfer, 2,75 Holzwaffen, Kupferwaffen haben wir ja mittlerweile nicht mehr in Produktion. Dafür haben wir aber Eisen und Eisenwaffen. Bögen sind auch nicht mehr in Produktion gewesen. Außerdem sehen wir, was ich sehr, sehr gut finde, wenn wir uns das hier mal genauer angucken, Kopfsteuer, Kirchenzehnt, Nahrung, Moment, Nahrung, Verbrauch pro Stunde. Pro Stunde, aha. Aber Ingame-Stunde müssen wir natürlich noch rechnen. Das heißt, hier ist auch die Produktion der Ingame-Stunde. Nee, das wird eine Tagesproduktion sein. Und das hier ist aber eine Verbrauch pro Stunde Ingame gemeint. Ne? Weil 36 pro Stunde, das ist schon enorm viel. Tischlerwaren haben wir gar keinen Verbrauch. Töpferwaren auch nicht. Okay, ja gut. Wenn die alle nichts haben wollen, dann ist es so. Gut, vielleicht ist es noch nicht ganz aktuell. Dann haben wir hier noch... Ach Mensch, Robin, guck doch mal richtig hin. Wer lesen kann, ist doch klar im Vorteil. Die 6 Bauernhäuser, die wir noch haben, die brauchen natürlich keine Tischlerwaren und keine Töpferwaren. Das brauchen die erst, wenn sie Handwerker sind. Deswegen haben hier die Handwerker 0,15 an Tischler- und Töpferwaren im Verbrauch, verbrauchen auch schon Kleidung und Werkzeug, damit sie dann wiederum zu 197 Bürgern aufsteigen. Und hier, ach, ist doch herrlich, Mensch. Wunderbar. Und hier sehen wir sogar noch Gesamtverbrauch, Produktion. Perfekt. Hier steht Gesamtverbrauch 22,1 an Nahrung, Produktion 36. Genauso wie mit Tischler, Töpfer, Kleidung, Werkzeug. Ach herrlich, das gefällt mir. Gesetzgebung. Hier hat sich auch einiges getan. Ihr seht's. Keine Tooltips, aber hier. Arbeit und Steuern 1,2. Lange Arbeitszeiten und hohe Steuern erhöhen die Produktivität auf Kosten der Zufriedenheit eurer Bevölkerung. Wir haben jetzt hier einen Indikator in grün von 1,2, der sich auch hier wieder ausschlägt. Der den Trend in positiv gibt, aber bei Entwicklung, ne? Ja. Weil wir das Verhältnis im positiven Stand hier haben. Denn dadurch, dass sich die Leute wohlfühlen, geht die Entwicklung voran, wenn ich das richtig verstehe. Oder die Entwicklung in Richtung zufriedenere Leute geht voran. Hier sehen wir jetzt 368 in grün. Also sind wir hier schon deutlich über dem Balken drüber und deswegen wird mir der Balken nicht angezeigt. Ei, okay, das ist jetzt ein kosmetisches Ding, mehr ist es nicht. Es ist funktionsfähig, das ist wichtig. Bei der Gesetzgebung sind wir im Gleichgewicht, wie ich das richtig erkenne, weil hier ist kein positiver und kein negativer Effekt drin. Wir haben immer noch unzufriedene Leute, weil falsche Arbeit zugewiesen. Da müsste man sich jetzt wirklich mit den einzelnen Leuten auseinandersetzen und denen eine andere Arbeit geben. Ihr erinnert euch vielleicht an diese... einzelnen Punkte, die man sehen kann, wenn man mit Leuten spricht. Wartet mal, ich laufe mal zurück. Wir haben die Zeit heute hier, ne? Dann wird die Folge halt etwas länger hier. Oh, sehe ich das richtig? Da ist an der Brücke was gemacht wurde? Ich glaube. Oh. Oh.
Ja gut, das ist noch, glaube ich, weil ich noch die ganzen Grafik-Settings noch mal ein bisschen rumgeschraubt hatte beim letzten Mal. Mit der Render-Reichweite, ihr seht, also das Spiel versucht's krampfhaft, aber kommt damit nicht klar. So, wir sprechen jetzt mal mit ihr. Hier haben wir ja die Interessen. Sie ist eine Müllerin und hat auch, wie wir hier sehen können, 54,7% Interesse an Landwirtschaft und 55,3% Interesse an Handwerk. Wir können jetzt also theoretisch sie hier drinnen lassen. Wenn ich sie jetzt im Bergbau und Forstwesen gebe, ist sie unzufriedener. Wir gucken uns die nächste Person an. Huch, oder auch nicht. Wenn man die richtige Taste drückt, dann vielleicht doch. Sie ist Steinmetz. Ist ziemlich schief dabei, okay. Ihr Interesse gilt dem Bergbau und dem Forstwesen. Das heißt, sie ist im richtigen Beruf. Gebäudebau wäre aber auch toll für sie und dementsprechend steigt auch ihre Zufriedenheit. Minus 120 wird hier angezeigt. Warum? Hä? Okay. Wir gucken uns mal den jungen Mann hier an. Er ist Getreidebauer. Bei dem ist das landwirtschaftliche Interesse nicht so hoch. Das zieht die Zufriedenheit hier runter. Dem müsste ich wiederum sagen, geh doch am besten mal in einem Handwerk arbeiten. Dazu brauche ich aber natürlich erstmal Platz im Handwerk. Also ihr seht, man könnte jetzt hier wirklich Haus für Haus, Bewohner für Bewohner durchgehen, damit die Leute mit dem Job, den sie haben, so richtig toll zufrieden sind. Damit wir wiederum diese Übersichten hier mehr in unsere Richtung bewegen können. Okay, der Ablasshändler hängt immer noch irgendwo am Baum fest. Gut. Das sollte jetzt aber hoffentlich nicht mehr passieren, wenn wir einen neuen Spielstand anfangen in der nächsten Staffel. Wann die kommen wird, weiß ich noch nicht. Ich scroll mal hier auf dem zweiten Bildschirm noch mal ein bisschen hoch. Denn am 28. Mai kam auch noch mal ein Update hinzu, was wir jetzt hier schon teilweise gezeigt haben. Gefixt wurde ein Performance-Einbruch, der durch den Marktkarrenmanager ausgelöst wurde, wenn das Ziel nicht erreicht werden konnte. Das ist das, was wir hier hatten oben rechts, als ich die FPS-Anzeige immer drin hatte, wo dann unerklärlicherweise immer, wenn wir in Richtung Markt geguckt haben, also für mich war es nicht erklärlich, immer wenn wir da hingeguckt haben, ist dann auf einmal die FPS eingebrochen und alles hat hier geruckelt und gezuppelt und was nicht alles. Das ist jetzt gelöst. Wunderbar, kann man nicht anders sagen. Spielstände werden nach Aktualität ausgerichtet, Spielstände können gelöscht werden. Das ist auch sehr praktisch, dass wir es von hier aus löschen können. Nicht immer dann rübergehen müssen in die Dateifahrt. Dynamisches Okklusionssystem für die Einheiten hinzugefügt. Sodass man bei den Einheiten selber, wenn man im Militärmodus drin ist, das gucken wir uns gleich nochmal richtig an. Mal gucken, ob wir es dann auch sofort sehen. Dass es da irgendwie wohl besser wäre. In irgendeiner Art und Weise. Und es wurde sogar an der Flucht der Rehe gearbeitet. Dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie in den Fluss reinflüchten. Herrlich. So, Religion haben wir ein Plus von 0,4. Das könnte natürlich höher sein, wenn wir diesen Ablasshändler hier mal weg hätten. Hier steht ein Minus von 0,4. Okay, hier ist vielleicht bloß die Farbe falsch angezeigt. Keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt mal hier auf Einwohner. Einwohner ist noch nicht hinzugekommen. Okay, wir gehen aber mal hier drauf. Das ist ja schon beim letzten Mal mit hinzugekommen, dass wir hier auch die Bedürfnisse sehen der einzelnen Häuser. Hier können wir nicht ausbauen. Dieses Handwerk kann doch nicht, da die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, weil hier das Wirtshaus fehlt. Okay, gut. Aber ihr seht, es sieht jetzt schon alles viel, viel schöner aus. Viel deutlicher, viel besser. Wir sehen auch die freien Arbeiter. Alles schön. Eisenmine. Ja, guck mal, ey. Das ist so viel angenehmer jetzt. Kann man nicht mehr anders sagen. Ich glaube, hier geht es nicht, weil hier die letzte Stufe schon erreicht ist. Hier zeigt er bloß noch an, hier kannst du noch ausbauen, wenn du möchtest. Er zeigt auch an, ist verbunden. Wunderbar. Bin ich ja mal gespannt, wenn ich jetzt hier auf... Huch, das war der falsche. nee, ich wollte schon hier hin. Hier wollte ich hin, wegen der Bäckerei. Gut, die Bäckerei ist verbunden. Wir haben die Produktion. Es ist auch gestiegen, möchte ich jetzt meinen. Gut, dann ist das wohl jetzt auch gefixt. Wunderbar. Auch hier schöne Symbole jetzt mit hinzugefügt. Ich freue mich. Es geht richtig Schlag auf Schlag, geht es jetzt hier voran. Und ich freue mich schon richtig doll auf die nächste Staffel, die wir dann zusammen haben werden. Hier könnten wir noch den Speicher ausbauen, theoretisch. Einen Brunnen könnten wir ausbauen. Wirtshaus können wir ausbauen. Ah, okay. Wäre auch möglich. Für die höhere Reichweite. Und jetzt gucken wir doch mal. Ist hier schon was Neues hinzugekommen? Nein, ist noch nicht. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ist dann halt so.
Ansonsten hätten wir hier bloß noch die Speicher. Und jetzt gehen wir hier noch in die Rekrutierung. Ob hier was neu hinzugekommen ist? Könnt ihr jetzt hier zum Beispiel Bogenschützen holen? Nee. Muss ich ja mal gucken hier. Wie ist das jetzt? Ich hätte jetzt... Ach genau, das hatten wir ja festgestellt beim letzten Mal. Ich muss die Armee hier auswählen und dann rekrutieren und dann werden die automatisch der Armee hinzugefügt. Aber löschen kann ich noch keine Armee. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte die, also dann, wenn die Armee leer ist, wenn keiner drin steht, kann ich nicht sagen, mach das mal wieder weg. Das war ein Versehen, ich wollte nur eine Armee haben. Und hier steht auch immer noch nicht die aktuelle Zahl der Kämpfer drin. Okay. Alles nach und nach, es kann nicht alles auf einmal passieren. Wie gesagt, es ist ein kleines, unabhängiges Team. Und trotzdem muss ich sagen, in der Geschwindigkeit, wie die hier fixen und updaten und neue Features hinzupacken und alles, und hast nicht gesehen, wunderbar. Kann man nicht anders sagen. So, Militär. Wie kam ich jetzt nochmal dahin? ich muss, glaube ich, zu der Armee hin, ne? Dazu müsste ich aber auch den richtigen Weg laufen. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Warte mal, Orientierung. Ha, der Kompass. Ich muss dahin. Ha, funktioniert einwandfrei. Denn wir wollen zum Fluss. Huch, aber nicht in den Fluss. So. Es war, glaube ich, so, ich musste immer zur Einheit hin und musste die ansprechen, ne, damit ich die Befehle geben kann, oder? Ach, Quatsch. Robin, guck doch mal genauer hin hier. So. Bewegung. Bewegung. Ah. Okay, es sind noch sehr kleine Icons momentan. Hier können wir die Formation ändern. Formation ändern. Mauer angreifen. Bewegen. Stellung halten. Zum Spieler gehen. Ah, und Spieler folgen. Achso, zum Spieler gehen bedeutet, sie kommen bis zu der Stelle, wo ich bin und bleiben dann da stehen. Und folgen heißt natürlich, sie laufen mir nach. Okay. Dann haben wir hier Armee 1 zu stehen, ja. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade... Nur diesen Zoom-Balken, okay. Ah, jetzt bewegen sie sich da dummerweise hin. Das sollten sie gar nicht. Jetzt könnte ich hier aber Armee 1 anwählen. Nee. Auch nicht. Ich will die anwählen. Okay, das ist so nicht gedacht. Da muss ich das so machen, oder wie? Nee. Haben wir jetzt... Hä? Okay. Also hier muss definitiv noch ein bisschen was gemacht werden. Kann man ja anders sagen. Hier steht die ganze Zeit über Armee 1. Aber wenn ich jetzt hier Armee 2 sage... Jetzt steht Armee 2 da. Okay. Alles gut. Mein Fehler. Entschuldigung. Jetzt könnte ich hier sagen, was ich hier machen soll. Was die hier machen sollen. Dass sie sich bewegen sollen, angreifen, was auch immer. Oh, cool. Man kann die über die ganze Karte schicken. Greifen die theoretisch auch zum Ablasshändler an? Oh. Ja, hier hat das Spiel ein bisschen Probleme, wenn ich an den Rand des Fürstentums gehe. Ihr seht's hier, es wird immer langsamer dann. Ja, aber hier ist Rand, hier ist zu Ende. Vielleicht finden wir den Ablasshändler ja auch so. Ach, schaut mal, hier wird auch das Icon angezeigt für ungenutztes Eisen. So, okay. Gut, ihr Lieben, so viel dazu. Wir gehen raus hier. Mehr ist nicht hinzugekommen. Obwohl, was heißt mehr? Also, es klingt jetzt so ist zu wenig, aber ist nicht. Also klar, da muss noch was passieren. Da sind noch einige Sachen, die noch gefixt werden müssen, beziehungsweise verbessert werden und so weiter und so fort. Aber ich bin trotzdem jetzt schon super, super froh darüber, wie schnell das Spiel hier voranschreitet. Es ist noch nicht so lange draußen und es hat jetzt schon gravierende Änderungen erfahren. Und es wird von Mal zu Mal immer besser und das in sehr kurzen Zeitabständen. Daher, vielleicht werden wir im Juni nochmal eine neue Staffel sehen. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich da auch ein bisschen vom lieben Chris überraschen, was er sich da alles Schönes einfallen lässt, beziehungsweise was da alles noch los sein wird. Da unten steht jetzt, dass der Priester schon wieder mit mir sprechen möchte. Das ist mir jetzt aber wurscht, denn ich mache jetzt Feierabend für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Da kriegt ihr eine Info auf euer Handy geschickt oder auf eure E-Mail-Adresse geschickt, wann ich denn hiervon wieder ein Video hochlade. Ansonsten, habt noch ein schickes, langes Pfingstwochenende. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gleich in einem anderen Projekt wieder oder morgen. Ciao!